Verteidiger hat der Kollege Paul Schäfer das Wort. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, zwei wichtige Themen, zwei wichtige Anträge und das in 4 Minuten. Eine echte Herausforderung, zumal es um zwei verschiedene Dinge geht, die aber eine Gemeinsamkeit haben, Einsätze der Bundeswehr und Rechtsklarheit. Erstens wollen wir kategorisch ausschließen, dass die Bundeswehr im Inneren Waffen einsetzt. Und zweitens wollen wir, dass verbindlich festgeschrieben wird, dass sich Deutschland niemals und in keiner Weise an der Vorbereitung und Durchführung von Angriffskriegen beteiligt. Im Verteidigungsausschuss wurde gesagt, das sei doch selbstverständlich. Dafür brauchten wir keine neue Regelung. Niemand käme im Traum darauf, dass die Bundeswehr auf die eigene Bevölkerung schieße oder Deutschland sich an einem Angriffskrieg beteilige. Der Rest sei quasi typisch linke Phobie gegen die Bundeswehr. Selbst wenn es so wäre, lieber Kollege von Essen, was würde denn dagegen sprechen, das, was alle wollen, dann also auch rechtsverbindlich festzuschreiben? Aber offenkundig wollen Sie ganz bestimmte Festlegungen nicht. Nehmen wir den einen Antrag, wo gesagt werden soll, die Beteiligung an Angriffskriegen, die Zuwiderhandlung, soll strafrechtlich belangt werden. Sie sagen, wenn Artikel 26 des Grundgesetzes gilt, der die Beteiligung an der Vorbereitung eines Angriffskriegs untersagt, dann doch erst recht die Beteiligung am Angriffskrieg selber. Ja, so sollte es sein, aber es scheint nicht ganz so zu sein. Nochmal zur Erinnerung, Deutschland hat 2003 die USA bei dem Krieg im Irak unterstützt, Stichwort bewaffnete Eskorte, US-Schiff. Die Strafanzeigen gegen die Bundesregierung wurden vom damaligen Generalbundesanwalt neben mit der Begründung zurückgewiesen, nur die Vorbereitung des Angriffskrieges sei eindeutig strafbewehrt. Das zeigt doch, nicht unser Antrag ist schräg, sondern dieser Zustand. Und es kann auch nicht sein, dass im deutschen Strafgesetz es immer noch keine präzise Definition gibt, was man unter einem Angriffskrieg und einer kriegerischen Handlung versteht. Dafür sind aber jetzt internationale Grundlagen geschaffen, eigentlich schon durch die UNO-Generalversammlung 1974, aber vor allem durch die Ergänzung des Statuts des Internationalen Strafgerichtshofs 2010. Sie haben das ja auch gesagt. Das heißt, in unserem Verständnis kann diese Rechtslücke jetzt geschlossen werden. Sie sollte geschlossen werden. Wir machen dazu einen Vorschlag. Deshalb haben wir keinen Gesetzestext gemacht, sondern wir haben gesagt, diese Debatte muss weitergehen. Ich bin ganz froh darum, dass der Kollege van Essen hier in einer anderen Tonlage gesprochen hat, als in der ersten Lesung zumindest eingeräumt hat, hier ist ein Bedarf, Handlungsbedarf da. Aber bitte, dann machen wir es. Und mir leuchtet nicht ein, dass man sich jetzt nur verlegt auf Entwicklungen im Völkerstrafrecht und sagt, im deutschen Strafgesetzbuch lassen wir das außen vor. Hier können wir anfangen, was zu machen. Dann sollten wir das auch tun. Liebe Kolleginnen und Kollegen, auch mit dem zweiten Antrag wollen wir Rechtsklarheit schaffen. Es sollte selbstverständlich sein, dass die Bundeswehr ihre Waffen nicht gegen die eigene Bevölkerung einsetzt. So ist es aber nicht ganz. 1968 mit den Notstandsgesetzen sind Passagen eingeführt worden, die damals im Geist des Kalten Krieges verabschiedet wurden und die panische Angst der damaligen Bundesregierung vor sozialen Unruhen wiedergespiegelt hat, den man im schlimmsten Fall, natürlich ist eingegrenzt, aber den man im schlimmsten Fall auch mit spezifischen militärischen Mitteln begegnen müsse. Aber dieser Kalte Krieg ist vorbei. Aber die Ermächtigung für diesen Gewalteinsatz der Bundeswehr ist geblieben. Es kommt hinzu, Teile der Bundesregierung sind seit langem bestrebt, den Handlungsspielraum der Bundeswehr im Innern auch unter Artikel 35 Grundgesetz zu erweitern. Die SPD-Grüne-Regierung wollte, dass Kampfflugzeuge im Zuge der Terrorabwehr auch zivile Flugzeuge abschießen dürfen. Dem hat das Verfassungsgericht 2006 zum Glück einen Riegel vorgeschoben. Allerdings hat dasselbe Gericht im letzten Jahr wieder ein Hintertürchen aufgemacht, auch mit Verweis auf die Notstandsgesetzgebung. Und diese Tür, darum geht es, gilt es gesetzgeberisch, und das heißt hier, wieder zu schließen. Die Aufrechterhaltung der inneren Sicherheit ist für uns eine Aufgabe der Polizei, ohne Ausnahme. Für uns bleibt auch die Terrorismusbekämpfung eine polizeiliche Aufgabe. Und für uns gibt es auch kein plausibles Szenario für eine bewaffnete Amtshilfe nach Artikel 35 Grundgesetz. Es blieb den Grünen vorbehalten, im Verteidigungsausschuss ein Szenario heraufzubeschwören, also den apokalyptischen Fall eines auf die Erde stürzenden Meteoriten, den man gegebenenfalls abschießen müsse. Aber ich kann Sie beruhigen, wenn es um die Rettung der Welt geht, spielt deutsche Gesetzgebung noch keine Rolle mehr. Was wir hier verhandeln, was wir hier brauchen, sind klare gesetzliche Grundlagen, um den Missbrauch militärischer Gewalt auszuschließen. Das fordern wir hier. Danke. Das Wort hat der Kollege Volker Beck für die Fraktion.